Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timber and Stone. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Okay, unsere Schmiede wächst und gedeiht. Die Bilder kümmern sich. Wir haben beim letzten Mal zwei Probleme festgestellt. Das eine ist die Straße hier. Dass die nämlich so überhaupt keinen Sinn macht, weil da keiner herlaufen kann. Wir müssen also eine Brücke bauen. Das ist auch schon in Auftrag gegeben. Das sieht man hier jetzt wegen des Wassers nicht. Das ist aber da. Und ja, der nächste Punkt war, dass wir ein Loom brauchen. Ein Spinnrad für unseren, ja, da ist es auch schon wieder, für unseren Schneider. Und das setzen wir dann hier erstmal hin, da haben wir gerade ein bisschen Platz gewonnen. Objekte, Workshops, Loom braucht 8 Faden, die haben wir. Und ein Stein, 4 Holz, kein Problem. Guck mal, das sieht sogar gar nicht schlecht aus hier. Das setzen wir hier einfach so in diesen Sand rein. Dann sieht's aus wie gewollt. Okay, los geht's. Wer baut den? Natürlich der Taylor selbst. Okay. Gut, dann kann der Timmer jetzt sein Cloth herstellen. Aus der Wolle, aus der Baumwolle, die wir haben. Und wir haben gesagt, dass immer, ich glaube, 15 vor... gehalten werden sollen. So, wir haben einen Wolf entdeckt. Natürlich hier draußen. Jetzt ist ja völlig klar, da ist der Wolf. Da fangen wir hier gerade an der Brücke an. Und es ist ja klar. Es ist ja klar. Gut, wegrennen ist hier jetzt auch nicht. Von da drüben kriegen wir so schnell auch keinen ran. Gerard, ich hoffe, du hast deine Keule mit dabei. Hat er. Trotzdem ist mir da nicht wohl bei. Oh, der ist aber schon schwer verwundet. Severely wounded, schwer verwundet oder ernsthaft verwundet. Dann werden wir uns ihm in den Weg stellen. Jawohl, ein Schlag. Gut, wenn er eh schon halb kaputt war, wunderbar. Wolf has been spotted. Noch einer. Ist das wahr? Sehe ich noch einen? Ich sehe ihn nicht. Da. In good health. Der ist noch gut drauf und wir wissen auch nicht, ob da noch mehr kommen. Dann gehen wir bitte zurück ins Dorf. Das ist mir eine Nummer zu heiß jetzt. Es wäre nur einer. Kann man gar nichts mehr sehen hier. Oh, das sieht ja schlimm aus. Also es ist nur einer. Von daher werden wir einfach eben 2 Leute nehmen und uns drum kümmern. Homer geht noch mit raus. Also Homer hierhin und Girard hierhin. Wolf spotted, wo ist er? Wo ist er? Da kommt er gerade, sehr gut. Okay. Du gehst hier hin. Und Homer... Boah, wir müssen doch nochmal ein paar Bäume fällen. Das ist hier ein bisschen schwer einzublicken alles. Geht hier hin. Ja, da ist doch ein Wolf. Upsie. Good health und good health. Charge und charge. Wir holen noch einen dritten. Pika ist gerade frei. Pika kommt auch noch raus. Halt, 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 halt. So, mit P kann ich das Ganze ein bisschen einfacher handhaben. Auf geht's. Da jetzt noch ein Wolf? Nee, alles gut. Nummer 1, okay. Nummer 2, ja, sehr schön. Das ist gut gelaufen. Das ist sogar sehr gut gelaufen. Ja, der Bauauftrag draußen steht.
steht ja noch an der Brücke. Das heißt, da kann Gérard oder der andere Bilder gleich wieder rausgehen. Beziehungsweise ist Gérard im Moment der einzige Bilder. Das ist aber in Ordnung. Er macht jetzt hier offenbar erstmal ein bisschen an der Wand weiter, bevor er wieder rausgeht. Sich vom Schreck erholen. Da ist er schon wieder unterwegs. Und Gérard hat noch einen Wolf entdeckt. Ja, schön, schön. Da. Good health. Also auch noch wieder gesund. Volle Lebensenergie hätte er. Wir riskieren es mal. Wo ist der Wolf denn jetzt? Da. Bitte mach ihn platt. Gut, okay. Jetzt wird Gérard schlafen gehen. Ist auch besser so. Moment mal, wer ist das denn? Wer ist das denn? Ja! Cowardly! Nein! Es darf doch nicht wahr sein. Ein Archer. Ein feiger Archer. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann aber nicht wahr sein. Und der kann ja sonst gar nichts. Nix kann der. Verdammt. Das ist echt so das Schlechteste, was man kriegen kann, glaube ich. Wenn er alles auf eins hat, außer Archer, ja. Und dann auch noch ein Feigling ist. Trotzdem nehmen wir den jetzt. Den können wir anlernen. Der wird aber ganz sicher nicht Archer bleiben. Erstmal müssen wir natürlich... Also, erstmal müssen wir sie natürlich auswählen. Die Jennifer ist das. Die wird... Die wird... Also die wird niemals Archer oder Infanterie, weil sie definitiv mit dem Trait Feigling, Cowardly, da überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Sie könnte... Ach nee, Miner ist irgendwie auch Blödsinn. Aber sie könnte Farmer werden. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Dann haben wir nämlich Letizia wieder als Carpenter frei. Machen wir so. Das lernt die zwar von Grund auf jetzt, aber geht dann auch nicht anders. Und wenn sie idle ist, soll sie in der Halle warten. Okay. Ja, das heißt natürlich, dass die Farmer jetzt ein bisschen langsamer wieder sind erst oder nicht so effizient arbeiten. Aber immerhin haben wir einen neuen Siedler. Ich meine, wir hätten ja schon einen anderen haben können, aber der war ja auch leider... Der war ja auch nicht so gut. Was hatte der nochmal? Schwachen Rücken auf jeden Fall. Ja gut, okay. Wir können sie uns halt nicht aussuchen. Gérard ruht sich aus von seinen Verletzungen, ist dann bald genesen. Der Merchant ist, glaube ich, eh schon wieder abgehauen. Do not have enough inventory space to continue. Das war Philipp. Dann muss der einmal... Ach ja, Moment. Eine Sache würde ich gerne mal eben durchgehen, weil ich weiß nicht, ob wir es bei allen jetzt noch eingestellt haben. Und zwar, dass sie entsprechend einen Klapp im Inventar behalten sollen. Da gehen wir nochmal durch. Seht ihr? Jennifer hat es natürlich noch nicht. Die ist noch neu. Da müssen wir es noch einstellen. Und schauen, ob das dann bei sonst bei allen ist. Ja, okay. Dann haben wir nichts gesagt. Dann war das nur bei Jennifer. Dann geht's weiter. Wenn wir die Schmiede so bauen, hätten wir es auch direkt an die Wand bauen können. Das Dach geht ja schräg ab. Feuerkirschblüte, Level 5 Taylor, herzlichen Glückwunsch. Das Dach geht ja schräg ab, wir können es ja so bauen. Also quasi, ich mach mal hier von hier vorne so schräg hier hoch. Dann wäre es gar kein Problem, wenn hier noch einer überstehen würde. Hätten wir doch an die Wand integrieren können. Könnten wir auch noch. Ist noch nicht so wirklich viel gebaut.
Nee. Nee, wir lassen das jetzt so. Wenn man da hinterherlaufen kann, ist das auch nicht so verkehrt. So, dunkel ist schon wieder. Wir machen nochmal Feuer. Ja, wir müssen auch neue Bäume fällen, sehe ich gerade. Und wir sind da nämlich ganz schön im Hintertreffen momentan, was Holz angeht. Also, Woodchopper, Letizia und Woodchopper Feuerkirschblüte. Bitte noch einmal los und hier zumindest in der Siedlung selbst aufräumen, damit man hier wieder besseren Überblick hat und wir neues Holz bekommen. Und Jennifer ist schon Level 2 Farmer, sehr schön. Und Homer ist Level 11 Herder, herzlichen Glückwunsch. So, wer steht da wiederum? Das ist Pika, das ist unser Schmied, der hat momentan nicht viel zu tun. Dabei könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir ihm was Neues geben können. Welches Level ist er denn? Ist er schon weitergekommen? Ist er schon weitergekommen? Pika, Level 5 immer noch. Mal schauen, wie sehr Level 5. Etwas weniger als die Hälfte. Ich denke, wir geben ihm noch ein paar Aufträge, sofern das möglich ist. Wir könnten ja mal schauen, ob wir jetzt irgendwo schon Handtools, also Werkzeuge herstellen können. Aber das sieht schlecht aus. Das ist alles Level 10, Level 6. Shears könnten wir herstellen. Haben wir aber schon. Knife haben wir auch schon. Das ist Level 6. Das ist Level 6. Das ebenfalls. Das auch. Fishing Rod stellt er nicht selber her. Ja, das ist alles Level 6, also Werkzeuge geht schon mal nicht. Die besseren Barren gehen leider auch erst im nächsten Level. Wir haben kein Kupfer im Moment mehr, um Standardbarren herzustellen. Von daher sieht es echt schlecht aus. Können wir momentan nichts machen. So, Gérard hat einen Wolf entdeckt. Gérard ist mit Sicherheit draußen, die Brücke bauen. Schnell mal gucken gehen, ja. Der ist gerade auf dem Weg, die Brücke zu bauen. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe Gérard hier. Aber wo ist der Wolf? Da. Bei guter Gesundheit. Na, hoffentlich nur einer. Bitte nur einer. Das ist immer total Risiko. Es ist total blöd. Ich glaube, wir brechen das hier ab. Ohne Soldaten jetzt noch hier raus. Das ist mir echt eine Spur zu heiß. Dann verzichte ich an diese Straßenanbindung, ganz ehrlich, weil das ist mir echt zu heiß. Wir brechen es ab. Design. Construction. Walls, eigentlich egal, was man da wählen. Wir brechen es ab. Okay, und dann werden wir die Straße da entsprechend auch komplett entfernen. So, und auf der Seite, also das, was zum Kartenrand geht, müssen wir ganz dringend entfernen. Hier am Kartenrand macht es immer ein bisschen Mucken. Okay. So, Straße ist weg. Wir verzichten auf die Anbindung an diesen Kartenrand. Wir können mal eine Mauer, eine Brücke bauen, wenn wir Wachen haben, also Infanterie oder Bogenschützen. Die können dann nämlich sehr gerne hier ein bisschen Wache stehen, während hier gebaut wird. Aber so ist das im Moment definitiv eine Spur zu heiß.
habe keinerlei Interesse daran, Leute zu verlieren. Und da wir bis jetzt bei jedem Rausgang, bei jedem Ausgang hier Wölfe entdeckt haben, können wir auch davon ausgehen, dass die Karte inzwischen relativ voll von Gegnern ist. Wo willst du denn hin? Genau, geh mal ganz schnell zurück ins Dorf. Scheiße. Verdammt, jetzt ist er schwer verletzt. Gerard noch nicht so. Dann warten wir jetzt. Jetzt hat Gerard noch einen Wolf entdeckt. Da kommt der nächste. Der Wolf ist tot. Aber da kommt schon direkt der nächste. Also ihr seht, das hat überhaupt keinen Sinn hier. Gerard läuft jetzt weg. Und zwar ganz schnell. Oh, scheiße! Nein! Nein! Ah, verdammt! Wie schnell war der denn bitte dran? Fuck. Das sind zwei hier. Das sind wieder mehrere. Die waren so ineinander. Das hat man nicht gesehen. Scheiße. Gerard war unser Bilder. Level 13. Oh, 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 oh. So, Feuerkirschblüte wird hiermit zum Bilder. Woodchopper macht Letizia alleine. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, okay. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Das ist richtig, richtig dumm gelaufen. Das ist richtig dumm gelaufen. Okay, Feuerkirschblüte macht schon weiter mit dem Haus, das ist gut. Ihr könnt euch sicher denken, wie sehr mich das jetzt aufregt. Ich hoffe, es regt euch genauso auf. Oh Mann, ey, das ist so bitter. Werden wir uns von diesem Schlag erholen? Wir haben gerade einen Siedler dazu bekommen. Aber dass dann ausgerechnet Gerard geht, unser Stufe 13 Bilder. Das ist eine ganz bittere Pille. Das ist eine ganz, ganz bittere Pille. Der hat hier alles gebaut. Der hat die Mauer gebaut. Der hat das Haus gebaut. Alles, was hier steht, ist von Gerard gebaut. Ja, gut. Beziehungsweise nicht gut, aber es nützt ja nun auch nichts. Was sollen wir lange jammern? Wir müssen damit klarkommen, so gut es geht. Und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge vielleicht schon einen Ersatz bekommen. Ich meine, niemand wird Gerard ersetzen können, aber dass wir noch einen neuen Siedler bekommen, das wäre schon schön. Schaltet dann auch wieder ein. Seid jetzt nicht so traurig. Ich versuche auch nicht traurig zu sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.